Jo, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder auf Griefer Games und ich würde sagen, ich hatte da so eine richtig gute Idee. Und zwar, wir können doch einfach mal Spieler verarschen, dass wir sie duplizieren können. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal zu einem bestimmten Plot. So, ich bin jetzt auf dem Plot von meinem zweiten Account und hier habe ich natürlich auch recht. Ich mache jetzt nicht PE, damit ihr nicht wisst, wie der heißt. Gut, auf jeden Fall habe ich hier auch ein bisschen Material drin, das ist eigentlich ganz gut. Weil dann bauen wir jetzt mal eben was so aussieht, als könnte man damit duplizieren, beziehungsweise was man vielleicht denken könnte, dass man damit duplizieren kann. So, dann baue ich hier einfach ein bisschen sowas. Und guck mal, vielleicht denken einige Spieler, dass man so duplizieren kann. So Leute, ich habe jetzt schon was Kleines aufgebaut und zwar einfach so zwei Random Pistons, die hier einfach Schienen hin und her schieben. So, das baue ich jetzt auch ein bisschen ein. So Leute, das sieht jetzt schon ein bisschen komplizierter aus. Das hat keinen Sinn. Nein, das ist einfach nur random bisschen mit Redstone irgendeinen Quatsch gebaut. Und ich würde sagen, dann machen wir noch hier was hin. So, hier bauen wir mir einfach mal so einen Eingang hin. Gut Leute, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was aufgebaut. Und zwar möchte ich die Spieler dann so verarschen, dass wenn ich hier den Hebel drücke, dann hören die ja hier ganz viele Pistons und so. So, und vorher stelle ich dann hier drin, was sie dann halt so sehen können oder so, mache ich mal hier noch sowas, dann können die hier nämlich durchgucken. Und dann stelle ich nämlich, bevor ich den Hebel drücke, stelle ich dann, und den Hebel können wir eigentlich auch woanders hinsetzen, hier einen Hebel ransetzen. Müsst das anhalten? Angehen. So, so ist perfekt. Und dann werde ich nämlich, wenn die mir ein Beacon geben, werde ich den hier hinstellen, so. Dann werde ich das anmachen. Dann arbeitet hier die Maschine. So, hier können wir eigentlich. Machen wir hier mal so. Gut, dann lege ich hier einmal die Beacons rein. Und würde sagen, dass ich dann jetzt erstmal auf den zweiten Account switche. So Leute, da bin ich ja schon mit dem zweiten Account und ich habe in der Truhe noch eine Lore gefunden, die wir einfach mal hier hinsetzen können. Gut, ich würde sagen, dann können wir jetzt erstmal Werbung im Chat machen. Leider haben wir halt keinen Rang oder so, deswegen sieht uns niemand so gut im Chat. Also fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir schreiben einfach mal einen Griefer an, ob der für uns Werbung machen kann. Vielleicht testet er es nämlich selber vorher. Gut, ich habe ihn jetzt einfach mal gefragt, ob er für mich Werbung machen kann. Mal gucken. Okay, er schreibt, er will es testen, wie ich gesagt habe. Ich muss mal eben noch schnell Blockeater von dem GS removen, nicht, dass man PE macht und das sieht. Okay, da ist er auch schon. Okay, der eine hat Interesse, muss mir aber erstmal ein Beacon und $500 geben. Okay, aber dann musst du für den gejubten $500 zahlen. Okay, er hat jetzt rausgehandelt, dass er nur den Beacon geben muss. Und keine $500. Habe ich jetzt einfach geschrieben, dass er dann, wenn er aber den gejubten Beacon haben möchte, $500 zahlen muss. Okay, er hat mir gedroppt. Ich würde sagen, ich gehe den jetzt duplizieren, in Anführungszeichen. Ich schreibe mal draußen bleiben. So, ich öffne jetzt einfach mal ein paar Mal hier die Kiste, damit es so anhört, als wenn man das nicht immer gleich beim ersten Mal kriegt. Gut, jetzt baue ich den Beacon hier einfach mal ab und nehme einfach gleichzeitig noch einen aus der Truhe raus. Und jetzt würde ich sagen, bekommt er den einen wieder. Und jetzt schreibe ich ihn, der zweite kostet jetzt 500. So, mal gucken, ob er mir jetzt auch 500 dafür gibt. Okay, er hat mir 500 gegeben, dann kriegt er jetzt den duplizierten. Gut, ich würde sagen, ich mache einfach noch mal ein bisschen Werbung im Chat. Wobei, jetzt ist er da wieder und hat auch ein Beacon. Interesse. So, dem schreibe ich jetzt mal direkt $500, dass er auch paid. Er hat mir $500 gegeben. Da würde ich sagen, fange ich einfach direkt mal an. So. Einfach ein paar Mal hier die Truhe öffnen. Und wieder den Hebel drücken und den Beacon abbauen. Dann nehmen wir hier auch noch einen raus. Super. Und bringen den in DS. Und schreiben Dankeschön. Machst du jetzt Werbung? Er schreibt, lol, danke. Na, ob er jetzt Werbung macht, das wäre natürlich nice, wenn er jetzt nicht einfach sagt, ja, ich will nochmal 50 mal duplizieren. Jetzt schreibt er aber, weißt du was? Ah, scheiße, er hat's rausgefunden. Ah, schade. Ich schreibe ihm mal, ob er aber trotzdem Werbung macht. Mach mal trotzdem Werbung, please. Und wenn euch das Video übrigens bisher gefallen hat, dann könnt ihr auf jeden Fall ein Like rausdroppen und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Okay, hier ist noch eine Legende, vielleicht möchte er das ja kaufen. So, er guckt auch erstmal bei 5 rein.
Interesse. Und da ist auch noch ein Ultra. Er schreibt ja, dann schreibe ich immer ein Beacon und 500 Dollar und du bekommst zwei Beacons zurück. Gut, mal gucken, ob der das macht. So, er schreibt, okay, warte, mal gucken, ob er es macht. Ich schreibe immer, dass er droppen soll. Ich mache auch einmal Pickick Block Crafter, so. Hab ihn gekickt. Gut, er hat den Beacon gedroppt. Da würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal hier hin. Und der wird auch gekickt. So. Dann gehe ich hier rein und mache die Maschine an. So. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen das mit der Truhe hier so. Und dann machen wir die Maschine aus. So, bauen den Beacon ab. So. Dann gehen wir hier lang. Oh. So, dann nehmen wir einfach einen da raus. Und bauen den jetzt ab. Und Leute, ich habe einfach mal in der Abstimmung vom letzten Video geguckt, was ihr für einen Spawner haben wolltet. Und das war ein... Okay, MC-Lehrer möchte auch... macht ein Beacon und 500 Dollar. So. Gut, ich stelle den einfach mal dahin, damit die das sehen, ja. So, er droppt mir jetzt den Beacon, nice. Ihr wolltet einen Skelett-Spawner, genau, das wollte ich gerade sagen. Das macht jetzt noch 500 Dollar, er hat mir 500 Dollar gegeben. Dann gehe ich hier rein, mache die Maschine an. So. Eine ganz doll komplexe Redstone-Maschine natürlich. Sieht man ja natürlich auch wieder hier, dass durch ein paar Pistons und ein paar Schienen das Ganze hier funktioniert. So, dann bauen wir den Beacon ab. Dann gehen wir hier raus, nehmen noch einen aus der Truhe. So, so. Und dann hat er seine zwei Beacons. Wo ist er? Da. Bitteschön, hast du zwei Beacons. Gut, er hat mir Beacons gegeben, 5 Stück, und gibt er mir jetzt auch 2,5k. Er hat mir 2,5k gegeben, dann würde ich sagen, dupe ich die jetzt nach und nach. Und dann würde ich sagen, geben wir dem jetzt einfach seine Beacons. Und er hat mir 2,5k bezahlt, um die zu verdoppeln. Gut, ich frage jetzt einfach mal, wer 10 Stacks Beacons für 5k möchte. Mal gucken, ob mir das jetzt jemand glaubt. Okay, dann sage ich einfach mal zu diesem iBeams 2 Cute, dass er payen soll. Mal gucken, ob er direkt Pet oder erst die Stacks sehen möchte, weil dann bin ich aufgerufen. Er hat mir 5k gegeben. Ibim. Kein Fake Money, schreibe ich mal. Jetzt schreibt er, wie er es wusste. Ja, jetzt könnte ich die eigentlich alle voll gut abziehen. Wie viele Beacons hatte ich am Anfang? Irgendwas mit 20? Wie viel Geld habe ich jetzt? 12k, wenn ich jetzt noch alle ein bisschen scamme. Leute, ihr müsst wissen, ich bin definitiv gegen Scammer. Aber das ist gerade einfach lustig und außerdem gebe ich denen ja danach gleich ihr Geld wieder. Von daher finde ich das nicht allzu schlimm. Und dann würde ich sagen, ja, mache ich einfach P-Trust Sternchen. Dupt euch mal selber. Und sie probieren es halt wirklich, sich das selber zu dupen. Ey, Mann, sind die geil. Ja, und ich stelle ja gerade fest, ne, das passiert nichts, auch wenn da die Fackel ist. Und auch wenn hier das Letzte jetzt fällt. Nein, natürlich funktioniert die Maschine doch. Gut, ich würde sagen, ich komme mal eben mit meinem zweiten Account wieder, beziehungsweise mit meinem Hauptaccount. Gut, da bin ich auch schon mit meinem Hauptaccount. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal zu dem ersten GS hin. So, und da bin ich auch schon. Und da würde ich sagen, Leute, war das ein nice Prank? So, da frage ich einfach mal. Ihr seid alle im morgigen Video. Tja, er kann den Beacon nicht ab. Er kann den Dingens nicht abbauen, den Kolben. Nein, 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 sie haben es geschafft. Sie haben meinen Beacon. Meinen Kolben. Gut, dann würde ich sagen. Ja, wie gesagt, liken, abonnieren, kommentieren und Glocke aktivieren. So, mehr gibt's eigentlich nicht. Und dann würde ich sagen, was eigentlich schon mit dem Video? Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.